Guten Abend. Es sieht so aus, dass unser Computer endlich funktioniert. Wir beginnen also noch einmal guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Wir setzen unser Programm fort, Kunst und Geld. Wir haben gestern mit diesem Forum begonnen. Und zwar haben wir gestern mit dem Vortrag unseres Kurators, des deutschen Kritikers und Journalisten Hans-Peter Schwerfeld begonnen. Er hat eine historische Einführung gemacht über die Rolle des Geldes für die wahre Kunst. Was für eine Rolle... Ich möchte mich noch einmal für die Einladung bedanken und bevor ich loslege mit meinem heutigen kleineren Vortrag, der vorstellen soll, Künstler, zeitgenössische Künstler, lebende Künstler, die mit diesem schwierigen Thema Geld in der Kunst, nicht einfach nur Geld, aber Geld in der Kunst arbeiten, hätte ich gerne noch ein paar Worte gesagt zu gestern. Ich war ein bisschen, muss ich sagen, überrascht gestern, weil ich das Gefühl hatte, dass so etwas wie eine große Melancholie über die Zuhörer fiel nach meinem Vortrag, weil offensichtlich das Thema Geld nicht so richtig rational angegangen wird, sondern Angst macht. Liegt es daran, dass es heute niemanden gibt, weder mich, den Kunstkritiker, noch die Künstler, noch die Museumsdirektoren, die ohne den Begriff Geld und ohne das Thema Geld wirklich etwas machen können, aktiv werden können? Oder liegt es daran, dass Russland eine besonders schwierige Situation hat, weil nicht viel Geld da ist, weder privates noch staatliches Geld für die Kunst? Oder liegt es daran, dass mein Vortrag ein bisschen zu brutal war und gezeigt hat, wie heute Geld die Welt regiert und auch die Kunstwelt? Ich glaube weiterhin, dass das richtig ist, was ich gesagt habe in meinem Vortrag. Ich glaube, es war aber auch sehr wichtig, was der Künstler Christian Jakowski danach gesagt hat auf eine Frage, ob er denn wirklich auch mit Sammlern oder an Sammler verkaufen würde, wenn er wüsste, dass das Geld, was diese Sammler haben, nicht unbedingt mit, auf Deutsch sagt man, Samthandschuhen verdient wurde. Und Christian Jankowski hat etwas gesagt, was sehr wichtig ist und was ich glaube, gilt für alle, die in der Kunstszene zu tun haben. Man muss den Dialog suchen, man muss keine Angst vor dem Thema haben. Wenn Michelangelo Angst vor dem Geld gehabt hätte, hätte er sich niemals mit den Medicis eingelassen. Wenn Leonardo Angst davor gehabt hätte, wäre er nicht nach Frankreich zum Hof des französischen Königs an die Loire gegangen. Die Kunst ist von Geld nicht zu trennen. Das ist einfach ein Faktum. Und ich glaube, in jeder Situation ist das so. Und ich war heute Morgen in einer sehr schönen, interessanten Ausstellung, wo ich sehr viel gelernt habe, die heißt Reconstitution in der Ekaterina Foundation. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen sie schon gesehen. Und da ist mir klar geworden, warum irgendwie ich so etwas wie Melancholie spürte, weil das praktisch, dort wurden erzählt, die 5 goldenen Jahre der Freiheit, als die Kunstszene in Moskau glaubte, ohne Geld auskommen zu können. Aber wie gesagt, es dauerte nur 5 oder 6 oder 7 Jahre und dann wurde sie doch wieder eingeholt vom Kunstmarkt. Und ich finde, das ist einerseits traurig, auf der anderen Seite kein Grund zur Verzweiflung, sondern wie gesagt, man kommt am Thema Geld nicht vorbei und jeder Künstler muss sich das für sich selber beantworten, ob er ungeachtet des Geldes oder wie zum Beispiel Gazprom das Geld verdient, in die Sammlung ein Werk verkaufen will von Gazprom oder nicht. Ob er verkauft an Oligarchen, ob er verkauft an, ich habe einen Freund in Südamerika, in Buenos Aires, ein Maler, der war vor ungefähr 15 Jahren eingeladen zur Kunstbiennale in Medellin. Und zur Eröffnung wurde ein riesiges Fest gegeben bei einem Drogenbaron. Und er hat gesagt, noch nie hätte er so viel Picassos zusammen gesehen in keinem Museum wie bei diesem Drogenbaron. Nur um Ihnen zu sagen, dass die Herkunft des Geldes immer fragwürdig ist.
Dass es aber dazugehört heute bei der Kunst, selbst wenn man ohne Geld leben will. Van Gogh hatte das Glück, dass er seinen Bruder Theo hatte, sonst hätte er das auch nicht überlebt und weitermalen können. Also keiner kommt an diesem Thema vorbei. Man kann ihm Widerstand leisten, aber ich finde, es muss ein aktiver Widerstand sein. Das heißt, ein Widerstand, der den Dialog nicht scheut. Und ich möchte Ihnen heute vorstellen, ein paar Künstler, die sich dieses Themas Geld annehmen. Und zwar annehmen, nicht als allgemeines Thema, sondern als spezifiziert auf das Thema Geld im Kunstbetrieb. Und ich beginne mit diesem wunderschönen Bild von Jeremy Deller. Auf der diesjährigen Biennale in Venedig hat Jeremy Deller, ein noch relativ junger englischer Künstler, der politisch sehr engagiert ist, der eine sehr originelle Kunst betreibt, sehr viel mit Video arbeitet, aber auch malen lässt, er malt nicht selbst, seinen Pavillon mit diesem Bild geschmückt. Es zeigt den britischen sozialistischen Utopisten William Morris aus dem 19. Jahrhundert, der die Yacht von Herrn Abramowitsch, Luna heißt sie, nimmt und zerschmettern will. Hintergrund dieses Werkes ist, dass wir alle, die wir Profis sind im Kunstbetrieb, uns fürchterlich darüber geärgert haben, dass wir vor 2 Jahren in Venedig an dieser Yacht vorbei mussten, die genau vor den Pavillons, vor den Giardini lag und den Weg versperrte, weil ein Teil des Fußweges abgesperrt wurde aus angeblichen Sicherheitsgründen. Und wir haben darüber getobt und ich habe das auch als Anlass genommen für meinen kleinen Text, der hier auf Russisch erschienen ist und an Sie verteilt wird. Und Jeremy Deller war der einzige Künstler, der dieses Thema und diesen Protest und diese Wut aufgegriffen hat, aber auf eine sehr britische, ironische Art und Weise. Und 2 Jahre später am selben Ort mit staatlichem britischem Geld im offiziellen britischen Pavillon verarbeitet hat. Also wenigstens einer könnte man sagen, denn alle anderen haben im Gespräch darüber gemeckert, aber keiner hat sich wirklich künstlerisch oder offen damit auseinandergesetzt. Und ich habe vor 4 oder 5 Jahren in London einen Vortrag eines ungarischen Philosophen gehört. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Gaspar Miklos Tanas oder Tanas. Und das Thema seines Vortrags war, kann man den Kapitalismus künstlerisch überhaupt darstellen? Seine Theorie ist, dass so wie die Ikonenmaler versuchten Religiosität oder Religion in ihren Bildern darzustellen, so wie die russische Avantgarde versuchte, eine gesellschaftliche Umwälzung darzustellen anhand einer formalen Umwälzung und einer radikalen Abstraktion. An diesen Beispielen, sagt der Ungar Tamás, zeigt sich sehr deutlich, was man für Probleme hat, wenn man etwas darstellen will, was es materiell nicht gibt. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Newtons Lehre von der Schwerkraft. Man kann Schwerkraft nicht darstellen, sondern man kann sie nur darstellen oder erklären, wenn man erzählt, wie der Apfel fällt und dass der Apfel nur dank der Schwerkraft fällt. Aber die Schwerkraft selber ist nicht darstellbar. Ähnlich sieht es mit dem Geld aus. Das Geld ist heute zunehmend virtuell. Das heißt, wie stelle ich etwas dar, was vom Konzept oder virtuell existiert, was aber von seiner wirklichen Anmutung, seiner realen Präsenz keinerlei Attraktivität hat. Und noch schwieriger, wie stelle ich das dar, wenn es um die Kunst geht oder um den Kunstbetrieb in den dieses Geld einfließt. Also könnte eine Antwort auf diese Frage von Tamás, wie kann man heute Kapitalismus darstellen, lauten: Der Kapitalismus ist gar nicht darstellbar, weil das Geld nicht materiell ist. Und nicht materielles kann man nur mit den Effekten darstellen. Es gibt
wenige, eigentlich ein oder zwei Künstler, die versuchen, diese Effekte darzustellen. Es sind vor allen Dingen zwei Videokünstler, die mir dazu einfallen. Einmal ein Niederländer, Arnoud Milk, der nicht in der Ausstellung unten ist, der aber versucht hat, den Börsencrash von 2008 darzustellen, indem er inszenierte, die Börsianer, die verzweifelt mehr oder weniger an ihren Schreibtischen sitzen, liegen und mitbekommen, wie ihre ganze Finanzwelt pleite geht. Ein anderes Beispiel ist ein Film, den der britische Videokünstler Isaac Julian zurzeit dreht. Ich habe keinerlei Bilder davon, weil es den Film noch nicht gibt. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen im Schneideraum. Der Film heißt Das Kapital, was an sich schon ein witziges Phänomen ist. Warum ist Karl Marx auf einmal wieder so populär? Warum beruft man und liest man wieder das Kapital, das längere Zeit zumindest im Westen eigentlich nicht mehr zur Pflichtlektüre gehörte und das heute regelrecht wiederentdeckt worden ist? Und Isaac Julian lässt in seinem Film, wie es bei ihm oft der Fall ist, berühmte Stars wie Maggie Cheung oder den amerikanischen Hollywood-Star James Franco investigativ unterwegs sein auf der Frage, wie das Geld den Kunstmarkt heute dominiert. Also James Franco spielt zum Beispiel einen Art Consultant, der reiche Sammler davon überzeugen soll, bestimmte Werke zu kaufen, weil die garantiert eine bestimmte Rendite in kurzer Zeit erzielen würden. Es gibt auch ein gestelltes Interview mit einem Hedgefondsmanager. Und einige von diesen Themen werden Sie später in dem Film, den wir heute Abend zeigen, von Ben Lewis, nicht künstlerisch, aber investigativ und sehr humorvoll wiederfinden. Auch da gibt es eine Reihe von Interviews mit Hedgefondsmanagern, mit Sammlern, mit spekulativen Sammlern, mit professionellen Dealern. Und das Ganze wird mit einem sehr britischen Humor gewürzt. Die Frage, wie man Geld darstellt, ist also eine äußerst schwierige. Und eigentlich müsste es viel einfacher sein, Geld darzustellen in dem Kontext, den Künstler am besten kennen, nämlich dem Kunstbetrieb. Denn es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde heute, dass Künstler nicht genau wüssten, wie das Geld die Welt und auch die Kunstwelt regiert. Und ein Beispiel für einen Künstler, der seit den 70er Jahren konsequent sich immer wieder damit beschäftigt, wo das Geld herkommt, was Kunst, das Kunst fördert, also lässig gesagt, wie schmutzig das Geld ist, was sowohl die Künstler als auch die Ausstellung fördert, ist der deutsche Hans Hacke. Sie haben den Namen vielleicht schon mal gehört. Hans Hacke ist in Köln geboren, lebt aber schon seit den 70er Jahren in New York und ist, wie gesagt, eigentlich der einzige Künstler, der systematisch dieses Thema in den Mittelpunkt seiner Kunst gestellt hat. Und nächstes Bild bitte. Er wurde bekannt, oder sagen wir mal so, er wurde weltweit bekannt dadurch, dass er 1973 war es, ins Guggenheim Museum eingeladen wurde, im Guggenheim in New York eine große Ausstellung zu zeigen. Und die Ausstellung, die er dann vorbereitete, sah so aus, dass er die Vermögensverhältnisse des Freundeskreises, der Förderer des Guggenheim Museums untersuchte, und feststellte, dass sehr viele von ihnen Immobilien in der Lower East Side hatten. Er ist diesen Immobilienbesitz nachgegangen und hat festgestellt, dass nicht wenige von ihnen spekulativ mit diesen Immobilien arbeiteten, indem sie systematisch die Mieter rausgraulten, um zu renovieren und dann teuer zu verkaufen. Das war, wie gesagt, in den Anfang der 70er Jahre.
Ergebnis dieser Ausstellung war, dass sie nicht stattfand. Das Guggenheim hat die Ausstellung gecancelt. Das heißt, der Versuch, investigativ den Förderverein oder den Förder, die Freunde des Guggenheim zu untersuchen und zu, wenn man so will, entlarven, endete damit, dass die Ausstellung gecancelt wurde. Nächstes Bild. Einige Jahre später hat Hans Hacke etwas Ähnliches gemacht mit dem damals wohl zumindest in Europa bekanntesten und wichtigsten Privatsammler Peter Ludwig. Peter Ludwig, links zu sehen, ein Foto, ein Professor der Kunstgeschichte, oder damals war er noch Doktor der Kunstgeschichte, hatte die Tochter eines großen Schokoladenimperiums geheiratet aus Aachen und hatte mit dem Geld dieser Firmen, die er selber dann führte, eine der wichtigsten Kunstsammlungen überhaupt aufgebaut. Er hat der Stadt Köln sozusagen nebenbei im Schongang 56 Picassos geschenkt. Und wenn immer er nach New York fuhr, und er flog mit der Lufthansa und hatte nicht seinen eigenen Jet, brachte er jede Menge Warhol, Rauschenberg und Ähnliches zurück. Heute gibt es allein in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ich glaube, 5 oder 6 Museen, die den Namen Ludwig tragen, weil Ludwig fast alle seine Sachen, seine Schätze, um es so zu sagen, den Gemeinden und Städten geschenkt hat, aber immer unter bestimmten Konditionen. Ich habe das gestern schon mal kurz erwähnt, er hat immer aufgefordert, die Kommunen zum Beispiel extra ein Museum zu bauen oder ein Museum zu bauen, deren Kosten die Kommunen tragen sollten, wo er aber die Werke stiftete. Und er hat damals also Kulturpolitik gemacht, aber aus der Warte, aus der Perspektive, aus der Position des privaten Sammlers heraus. Hans Hacke, selber in Köln geboren, hat eine Ausstellung in einer Kölner Galerie bei Paul Menz gemacht. Köln war damals auch das Zentrum des Lebens von Peter Ludwig und seiner Frau Irene. Und diese Ausstellung bestand aus verschiedenen Bildern. Er nannte sie, diesen ganzen Zyklus nannte er, der Schokoladenmeister. Darin wurde gezeigt, rechts sieht man so ein bisschen in der bewusst im sozialistischen Realismus gehalten Darstellung von Peter Ludwig im Kreise seiner Arbeiterinnen, mit welchen Marken Ludwig wo und mit welchen Arbeitsbedingungen, in welchen Fabriken und mit welchen schlechten Löhnen er sein Geld erwirtschaftete und dieses Geld in die Kunst steckte. Die einzige Bedingung von Hacke damals war, und das ist sehr interessant, dass Hacke damit in eine Galerie ging. Das heißt, er ging in den Kunstmarkt. Paul Menz war damals eine sehr wichtige Galerie, der als einer der ersten nicht nur die Mülheimer Freiheit zeigte, also sozusagen die rheinische Variante von gegenständlicher Malerei, sondern auch Konzeptkunst zeigte, schwierige Kunst zeigte. Und auch Hans Hacke zeigte, und Hacke hatte verfügt, dass das Werk nicht an Ludwig verkauft werden durfte, der es natürlich sofort versucht hat und jemanden in die Galerie geschickt hat. Er ist nicht selber hingegangen, sondern hat jemanden geschickt, der das Werk kaufen sollte. Das ist dann später an ein ausländisches Museum verkauft worden. Aber ich glaube, das ist ein Beispiel, was ganz schön illustriert, was ich eben sagte, dass die Kunst und die Künstler nicht Angst haben dürfen vor dem großen Geld. Dass das große Geld oft, ich will nicht sagen unbedingt intelligenter, aber zumindest dialogfähiger ist, als man sich das manchmal vorstellt und auch Dinge möglich macht. Im Falle Ludwig war es also jemand, der angegriffen wurde von Seiten eines Künstlers, der aber wiederum diese Arbeit auf dem Markt veräußerte. Hans Hacke ist niemals reich damit geworden mit seiner Kunst. Er hat bis zur Pensionsgrenze Kunst unterrichtet an der Cooper Union Universität, aber er ist auch nicht arm geblieben. Und vor allen Dingen, ich glaube, er hat einen wunderbaren Pavillon später auf der Biennale in Venedig gemacht, der auch den großen Preis oder den Goldenen Löwen dort gewonnen hat.
Also Hans Hacke halte ich für einen der bedeutendsten Künstler der Gegenwart überhaupt und vor allen Dingen als den einzigen, der sich konsequent sein ganzes Leben hindurch dieses Thema, was macht das Geld, was bewirkt das Geld in der Kunstwelt und wo kommt das Geld her, zum Thema Nummer eins seines Werkes gemacht hat. Wir wollten Ihnen eigentlich zeigen, das ist aber jetzt leider nicht mehr möglich, wegen kleiner technischer Schwierigkeiten. Ich erkläre kurz. Ja, ich habe einen Film mitgebracht, den ich 1990 gedreht habe. In Berlin gab es eine Ausstellung, die initiiert wurde von dem Schriftsteller Heiner Müller. Und es war ein besonderer Moment Berlins, weil es war nach dem Fall der Mauer, aber vor der Wiedervereinigung, sozusagen ein Moment zwischen den Zeiten. Und diese Ausstellung, hoffentlich klappt es nicht so richtig, ja gut. Diese Ausstellung, an der unter anderem Mario Merz, Janis Kunellis, Ilya Kabakov, Rebecca Horn mitwirkten, da war auch Hans Hacke dabei. Und Hans Hacke suchte sich eine Arbeit aus, oder er dachte eine Arbeit, die sich einerseits auf einen der wichtigsten Sponsoren der deutschen Kunstszene bezog, nämlich Mercedes, und zum Zweiten, die zum Thema hatte, wie die DDR versuchte, die damals noch existierende DDR, wir müssen auf 1:05, das ist viel, viel später, wie die DDR versuchte, aus der Mauer, die abgerissen wurde, noch Geld zu schinden, indem man sie in Monte Carlo bei Auktionshäusern stückeweise verscherbeln ließ. Zur Dose. Okay. Und wie gesagt, ich habe einen Film über diese ganze Ausstellung drehen dürfen, weil es war etwas ganz Besonderes, weil es ein historisch und auch künstlerisch herausragender Moment war. Und Hans Hacke ist jemand, der nicht gerne Interviews gibt und auch nicht fotografiert werden möchte. Und wir haben Folgendes vereinbart. Wir stellen seine Arbeit vor. Die Arbeit war ein ehemaliger Wachtturm der Mauer, von dem die Grenzbeamten der DDR überwachten, dass keiner das Paradies der Arbeiter- und Bauernklasse verlassen konnte. Und auf diesen Wachturm hat er einen Mercedes-Stern gepflanzt. Dazu muss man wissen, dass Mercedes gerne in allen großen Städten dieser Welt, ich weiß nicht, ob das in Moskau auch so ist, seine Sterne auf Hochhäuser pflanzt. Diese Sterne sind nachts erleuchtet und drehen sich, also Mercedes regiert die Welt sozusagen. In Berlin ist das ganz berühmt, da ist der Stern auf dem Europa-Center und ein weithin sichtbares Zeichen für die Wirtschaftsmacht, die dahinter steckt. Und nicht viele denken heute noch dran, dass der Autobauer Mercedes auch damals Adolf Hitler und Konsorten mit Fahrzeugen kostenlos ausgestattet hat. Dass er zum Beispiel in Südafrika systematisch Fahrzeuge geliefert hat an die Apartheid-Regierung. Dass er immer wieder in Krisengebiete Rüstungsgüter geliefert hat. Also das sind so Dinge, die normalerweise, wenn es darum geht, wie sehr Mercedes die deutsche Kunstszene fördert, nicht weiter berücksichtigt werden. Genauso wie man nicht gerne darüber redet, wie die Deutsche Bank ihr Geld verdient und stattdessen lobt, was sie für eine tolle Kunstsammlung hat. Das nur als kleine Einleitung zu diesem, ich glaube, er dauert nur 5 Minuten, diese Sequenz, kommentarlos. Das, was Sie hören, die Übersetzer werden versuchen, es weiterzugeben. Es ist schwierig, weil es ein Text ist, der spielt mit verschiedenen Dialekten und der versucht, diesen typischen DDR-Ton wiederzugeben, diesen administrativen DDR-Ton einer autoritären Verwaltung, die versucht, sich zu rechtfertigen in einem sehr offiziellen Jargon, wie die heroischen Grenzbeamten die Mauer abgerissen hätten, erst gebaut und abgerissen, und nicht etwa die Bevölkerung. Wir machen das als kleines Zwischenspiel, weil ich glaube, wir haben heute mehr Zeit als gestern.
Und ich hoffe, es, der Sinn der Arbeit kommt so rüber, ohne weiteren Kommentar. Wenn ich sage, dass das eine Ehre für mich war, einen solchen Film zu machen, dann, weil Hans Hacke zu den Künstlern, zu den Konzeptkünstlern gehört, deren Arbeiten sehr schwierig zu verstehen sind mit all dem Subtext, der drin ist. Die Arbeit, die eigentliche Arbeit ist von der Stadt Berlin gekauft worden und steht immer noch an der ehemaligen Grenze, das heißt der Turm mit dem Mercedes-Stern obendrauf. Mehr war damals nicht zu sehen, der Rest wurde mehr oder weniger im Katalog erzählt, aber die Texte beispielsweise, die Sie hören und die eigentlich klar machen, oder die Dokumente, die eben die Geschichte von Mercedes erzählen und Mercedes als Rüstungs- oder wie es hier heißt, als größter Rüstungskonzern Deutschlands, ich glaube heute ist das immer noch so, die waren nur im Katalog abgebildet, also es gab keine Vitrine neben diesem Turm, sondern der Turm stand da alleine mit seinem Goethe-Zitat, Kunst bleibt Kunst, und das Fragezeichen musste jeder sich selber dazu denken. Und insofern war es sehr schön, dass ich den Film mit all diesen Dokumenten machen durfte, und Hans Hackes Idee war es, Sie haben ihn vielleicht erkannt, er ist der Herr auf dem Fahrrad mit dem Bart, der wie gesagt nicht gerne fotografiert wird, und der wollte also auch nicht interviewt werden und nicht weiter intervenieren, sondern er wollte lediglich einmal auf dem Fahrrad auf dem Kurfürstendamm an der größten Mercedes-Filiale vorbeiradeln. Das war seine einzige Präsenz. Es gibt einen anderen Künstler, der sonst nicht unbedingt, einen anderen deutschen Künstler, der nicht unbedingt das Thema Geld im Kunstbetrieb zu seinem Themenregister zählt, der aber eine wunderbare Arbeit gemacht hat vor 3 Jahren, als er in New York den Hugo Boss Preis bekommen hat. Die Rede ist von Hans-Peter Feldmann, ungefähr der gleiche Jahrgang, also über 70, deutlich über 70 wie Hacke. Jemand, der immer mit Alltagsobsessionen und Alltagsfundstücken gearbeitet hat und eher stille Sachen gemacht hat. In dem Augenblick, als er im Guggenheim, New York, mit diesem Hugo Boss Preis ausgezeichnet wurde, der immerhin mit $100.000 dotiert ist und der eigentlich an jüngere Künstler gerichtet sein sollte, machte er eine wunderbare Ausstellung nur aus dem Preisgeld. Das ist das nächste Bild. Nee, das ist das übernächste, Entschuldigung. Nee, noch eine weiter. Noch eine weiter. Ja. Er stattete also normalerweise, um es Ihnen zu erklären, für die $100.000 bekommt der Künstler, und außerdem bekommt er eine Ausstellung im Guggenheim. Und die Ausstellung bestand ausschließlich aus dem Preisgeld. Feldmann, man sieht ihn hier angeschnitten in dem hellblauen Jackett. Nochmal eine weiter, bitte. Pflasterte also diesen gesamten, er klebte nicht, damit man die Dollarnoten wieder abnehmen konnte, hat er sie festgepinnt mit Nadeln. Aber er stattete den gesamten Ausstellungsraum mit diesem Preisgeld aus. Eine ironische Geste, auch weil er eigentlich, wie er es in einem zusätzlichen Interview formulierte, eigentlich viel zu alt war für diesen Preis. Aber auch um zu zeigen, was eigentlich eine Antwort sein könnte auf die anfangs zitierte Frage des ungarischen Philosophen. Wie stellt man Kapitalismus überhaupt in der Kunst dar? Kann man Kapitalismus darstellen? Und er hat diese Frage wortwörtlich genommen und auf eine Art und Weise, die eigentlich wirklich verblüffend einfach ist, Geld benutzt als Darstellung für ein Geld. Und nicht den Effekt von Kapitalismus und nicht das virtuelle Geld, sondern das tatsächliche Geld. Und wenn wir nochmal 2 zurückgehen können. Noch eine zurück? Genau. Dann kommen wir zu einem anderen Beispiel, was unendlich viel ambivalenter, auch zynischer ist als das von Hans-Peter Feldmann, nämlich der berühmte Diamantenschädel von Damien Hirst. Man wirft ja Damien Hirst
sehr oft vor, dass er jede Mode mitmache und dass er nur auf materiellen Vorteil bedacht sei. Ich finde, das ist so nicht richtig, sondern ich finde, Damien Hirst ist nicht nur ein Künstler, sondern er ist auch, wie soll ich sagen, ein Animator der Kunstszene. Jemand, der sozusagen aus der eigenen Kunst und der eigenen Person und dem Kontext der Szene um ihn herum eine Performance macht. Und wir haben gestern gesprochen über diese legendäre Versteigerung von 2008, Oktober, an dem er, ich glaube, es waren 200 Werke, allesamt versteigern ließ. Also eine Produktion, von der jeder wusste, dass sie von Assistenten gemacht hat, war und dass sie wirklich auf diese Versteigerung hingemacht war, dass sie dafür produziert war. Dass es also nicht um Unikate ging oder nicht Unikate, sondern es ging um eine Produktion, die nur dafür gedacht war, verkauft zu werden. Und sie wurde verkauft, bis auf das letzte Stück. Und wie der Christian Jankowski schon gestern sagte, das ist eigentlich ein tolles Kunstwerk an sich gewesen. Weil die Performance, das alles zu verkaufen oder verkauft zu bekommen, in einer Situation, wo alle Angst hatten, die Blase würde platzen, gehörte mit zum eigentlichen Werk. Das heißt, die Kunst war dem Kunstwerk inhärent. Und das war noch deutlicher beim Diamantenschädel, den er anschließend gemacht hat, den er nicht verkauft hat. Er musste ihn selber aufkaufen. Er konnte natürlich jetzt nicht zugeben, dass keiner dieses, ich glaube, 60 oder 70 Millionen Dollar sollte er kosten, 70 Millionen Euro. Und er hat ihn dann selber mit einem Konsortium gekauft und besitzt ihn auch heute noch. Und ich habe ihn, ich glaube, im letzten Jahr war es in London, bei der Retrospektive in der Tate war er ausgestellt. Und bei allem Zynismus, der für Damien Hirst typisch ist, finde ich, ist auch ein solches Kunstwerk eine und Kunstperformance eine deutliche Aussage darüber, welche Rolle das Geld heute in der Kunst spielt. Jetzt mal völlig unabhängig von dem, was ich gestern sagte, Stupid Money oder nicht Stupid Money, sondern die Problematisierung ist die gleiche. Es geht um das Geld in der Kunstszene. Ein anderer, ebenfalls nicht ganz junger Künstler, wir kommen wieder zurück zur Generation der Hakes, ich glaube, John Baldessari ist heute 82. Sie haben vielleicht seine Ausstellung in der Garage gesehen, wo er junge Werke, oder Werke der letzten 4 oder 5 Jahre vorstellt. Und vor 4 Jahren hat auch Baldessari etwas ganz eigentlich Einfaches getan. Er hat an einem Tag, an dem die Galeriensaison in Chelsea anfing, wo also praktisch eine Galerie neben der anderen ist, hat er ein riesiges Billboard, eine Plakatwand aufhängen lassen mit einer 100.000-Dollar-Note, die es natürlich nicht gibt. Ich glaube, es kommt nochmal in groß. Auch das ein Bild, wie ich eben schon sagte, wie es einfacher nicht sein könnte. Man nimmt einen imaginären Geldschein, einen Fantasiegeldschein, der aber gleichzeitig in solche Dimensionen vorstößt, dass man kapiert, hier geht es um eine nicht mehr rational nachvollziehende Menge von Geld und hängt den just dort auf, wo solches Geld ausgegeben wird, nämlich in Chelsea in die Galerien. Und das war eine einmalige Tat. Normalerweise ist bei Baldessari Geld nicht unbedingt Teil seiner Arbeit. Aber ich finde, es war ein sehr treffendes und eingängiges Beispiel dafür, wie zumindest nach der Banken- und Wirtschaftskrise von 2008, 2009 einige Künstler doch aufwachten und dieses Thema Geld wieder zu ihrem Thema, zumindest mal für eine kurze Zeit zwischendurch, gemacht haben. Wenn ich Christian Jankowski gestern gebeten habe, mit nach Moskau zu kommen und seine Arbeit hier vorzustellen, dann aus 2 Gründen. Einerseits, weil er, wie er selber gestern sehr schön erläuterte, jemand ist, der den Dialog mit dem Geld nicht fürchtet und der zu seinem Thema macht, was die meisten nicht zum Thema machen wollen. Zum Zweiten, weil er eine sehr, sehr zeitgemäße Rolle selber übernimmt.
dass er nämlich selber in den meisten seiner Arbeiten als eine Art Persiflage des Künstlers, als ein Animator mitspielt. Das heißt, er bringt die eigene Figur ein, er bringt die eigene Karriere auch ein, er bringt den eigenen Status als Künstler ein. Das ist etwas, was in der Kunst nochmal zusätzlich zum schon raren Thema Geld wirklich eine absolute Ausnahme ist, dass der Künstler sich nicht scheut, mit der eigenen Person das Thema Geld und Geld in der Kunstszene aufzugreifen. Das berühmteste oder sagen wir mal das brutalste Beispiel einer solchen Aktion, auch dafür habe ich kein Bild jetzt, ist das der amerikanischen Künstlerin Andrea Fraser, einer Kalifornierin. Andrea Fraser hat von Anfang an Kunst immer auch bezogen auf den Kunstbetrieb. Sie hat also zum Beispiel die Rolle übernommen, selbst übernommen, Leute durch Ausstellungen zu führen. Dann aber in diesen Ausstellungen auch den Kontext, die Hintergründe der Ausstellung zu erklären. Und die umstrittenste, wie ich finde, brutalste, ich habe es eben schon mal gesagt, Arbeit, die sie jemals gemacht hat, ist, dass sie einen Sammler, einen amerikanischen Sammler, gebeten hat, mit ihr zu schlafen, Sex zu haben, vor einer laufenden Kamera. Und er wurde dadurch Teil des Kunstwerks und die Arbeit kostete 10.000 Euro. $20.000. Also er musste $20.000 dafür bezahlen, mit ihr vor laufender Kamera schlafen zu dürfen. Und ich habe deshalb auch kein Bild, weil es gibt ein Video davon. Dieses Video wurde dann verkauft zusätzlich. Also das eigentliche Kunstwerk war die Performance. Auf dem Video erkennt man aber nicht viel, deshalb habe ich auch kein Bild mitgebracht, weil das Ganze so im Halbduster gedreht ist und sehr viel Korn hat. Aber es geht ja um die Performance an sich. Also wie weit kann der Zynismus gehen? Oder sagen wir so, wie weit kann der Künstler gehen, um den Zynismus des Kunstbetriebs zu zeigen? Dass diese Arbeit sehr kontrovers diskutiert worden ist und immer noch wird, ist kein Wunder, das können Sie sicher gut nachvollziehen. Aber es ist ein radikales Beispiel dafür, wie der Künstler das eigene Leben, die eigene Person in die Kunst einbezieht und in sein Thema einbezieht. Und damit kommen wir zum letzten Künstler, ganz hinten, hinterm Feldmann, genau, den Sie wahrscheinlich nicht kennen. David Yao ist ein 70-jähriger amerikanischer Maler, geboren in China, aber seit, ich glaube, 1955 in Amerika. David Yao war Ende der 60er Jahre der Wonderboy der amerikanischen, der New Yorker Kunstszene, der in den großen Galerien wie Castelli und Paula Cooper ausstellte, zusammen mit Cy Twombly ausstellte. Damals war er 19. Mit 23 wurde er schon Dozent an der Whitney Academy. Und David Yao hat nach diesen ersten Jahren plötzlich aufgehört zu malen, hat die ganze zweite Hälfte der 70er Jahre nicht mehr gemalt. Ich habe ihn 83 kennengelernt, da war er zu einem Sabbatical in Paris und er hatte einfach aufgehört. Er hatte genug Geld verdient vorher, er lebte von dem Geld, was er verdient hatte und was er immer noch als Dozent an der Whitney-Schule verdiente, macht aber weiter keine Kunst. Dann, ich glaube 84, fing er wieder an zu malen und zwar weiter abstrakt zu malen und zu spielen, formal zu spielen mit dem Suprematismus und mit der Avantgarde, der russischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Und er verwandte diese Bilder in Statistiken von Leben. Statistiken von Leben, des Lebens und der Karriere von berühmten amerikanischen Malern. Eines seiner berühmtesten Bilder war damals teuer verkauft, ein Bild, in dem er statistisch auf monochronem Hintergrund festhielt, wie viele Bilder in welchem Jahr Barnett Newman zum Beispiel gemalt hatte
und so darstellte, wie die Bilder immer oder die Anzahl immer knapper wurde, die Produktion immer kleiner wurde, wie die Selbstzweifel immer größer wurden. Ich durfte dann 1993 einen Katalogtext für ihn schreiben, für eine Serie, die hieß Sales. Das erste Bild dieser Serie ist auf der rechten Seite dieser Abbildung zu sehen. Das heißt, es ist ein weißes Monochrom mit roten Punkten. Ich glaube, die Punkte sind in meiner PowerPoint-Version zu Eiern geworden. Also das liegt nicht am Bild selber, das sind eigentlich Punkte. Und damit meint er natürlich die Red Dots. Und es gibt eine zweite Serie dazu, die noch expliziter ist, die dann für die ich dann geschrieben habe, wo jeweils ein Bild repräsentiert ein Jahr seiner Karriere von 1969 an. Und es sind immer so viele rote Punkte drauf, wie er Bilder verkauft hat. Wenn er also nichts verkauft hat, ist auch das Bild monochrom ohne roten Punkt. Und man sieht daran, wie in seiner Karriere es immer wieder diese Zeiten gab, wo überhaupt nichts passierte. Wo also der Künstler sozusagen, egal ob aus existenzieller Krise, aus Krise des Kunstmarkts oder weil die Sammler gerade einem anderen Trend hinterherjagten, kein einziges Bild verkauft hatte oder nur ein einziges Bild, je nachdem. Wie gesagt, die Serie oder dieses Werk ist Sales 1, die Serie war Sales 2. Und von diesem Zeitpunkt aus hat, also 91 glaube ich, hatte damit angefangen, hat David Yao immer wieder und bis heute sich selbst und andere Künstler, deren Karriere radikal entweder beendet oder unterbrochen wurde, von außen unterbrochen wurde, zu seinem Thema gemacht. Vor einem Jahr, hatte er eine Ausstellung, wo er über den Architekten Melnikov, der Ihnen allen bestens bekannt ist, gearbeitet hat. Melnikov, der, ich glaube, nach der Ausstellung 1925 in Paris als großer Star nach Moskau zurückkehrte, das Lenin-Denkmal bauen durfte und dann auf einmal auf die schwarze Liste kam und sein Leben lang nur noch Auftragsporträts und Landschaften gemalt hat. Also dessen Karriere von 100 auf 0 zurückgefahren wurde durch autoritäre Willkür, um es mal so ganz heftig zu sagen. Und David Yao ist immer wieder auf die eigene Person zurückgekommen. Und das linke Bild, was Sie sehen, kann man das noch vergrößern oder? Geht nicht, ne? Glaube ich nicht. Ja, gut. Es ist ein Bild vom letzten Jahr. Es zeigt, für Sie kaum zu erkennen, eines dieser Statistikbilder von Barnett Newman, wo also drauf ist, was in welchem Jahr von Barnett Newman gemalt wurde oder was er an Skulpturen gemacht hat. Dieses berühmte Bild eigentlich, von diesen berühmten Bildern, ich glaube, er hat drei davon gemacht, mit verschiedenen Farben und grafischen Auflösungen, davon wurde eines verkauft nach Taiwan an eine Firma. Und wie in dem kleinen Text zu lesen ist, tauchte dieses Bild plötzlich auf einer Versteigerung wieder auf. Und weil keiner, wie das heute bei Versteigerungen normalerweise so üblich ist, vorbereitet hatte, Künstler und Galerie gewarnt hatte, damit man dafür sorgt, dass zumindest der Mindestpreis erreicht wird, wurde das für einen Schätzpreis von $70.000 angebotene Bild für $7.000 verramscht. Das war Mitte der 2000er Jahre und damit war David Yaos Kurs, der gerade wieder nach oben ging, weil vor allem der asiatische Markt einen Künstler entdeckte, der eigentlich als Chinese früh nach New York ausgewandert war. Und damit war dieser Kurs erstmal wieder fast auf Null zurückgefahren. Und es wurde keinerlei Ausstellung oder keinerlei Verkauf mehr von ihm getätigt. Dann kam dasselbe Bild, das steht in dem dritten Text, wieder zur Auktion. Und diesmal hat der Künstler selber mitgeboten und hat das Bild zum Mindestpreis, ich glaube es waren $10.000, es steht klein drauf, ich weiß, gekauft, zurückerworben.
Und ganz unten steht dann nur Home Again, so heißt die ganze Arbeit. Das heißt, das Bild ist wieder zum Künstler zurückgekehrt, der es nach einer Karriere durch mehrere Ausstellungen, durch mehrere Publikationen, denn es ist in vielen, oder nicht in vielen, es ist in mehreren Katalogen publiziert und mehreren Auktionen dann wieder zurückgekauft hat für einen Bruchteil seines eigentlichen Wertes. Um daraus dann wieder ein neues, und um aus der Geschichte dieses Bildes wieder ein neues Bild zu machen, was er ausstellt zusammen mit dem Originalbild. Also David Yao, ein Künstler, der immer wieder und konsequenter, also würde ich sagen konsequenter als alle Beispiele, die ich kenne, die fragwürdige, das fragwürdige Schicksal des Künstlers am Markt, das fragwürdige Schicksal von Kunst in Auktionen, die Manipulation des Kunstmarkts immer wieder aufs Korn nimmt und auf seine eigene handschriftliche Art als Maler behandelt, aber in einer Art und Weise, die keinen Zweifel daran lässt, dass eigentlich auf dem von uns oder von Ihnen oder von vielen Künstlern so gefürchteten Kunstmarkt eine ungeheure Willkür herrscht. Und auch wenn ich gestern gesagt habe, dass die Protagonisten sich im Laufe der letzten Jahrzehnte oder die Wichtigkeit der Protagonisten verändert hat, dass zum Beispiel die Privatsammler und das große Geld, das private Geld heute im, vor allen Dingen im westlichen Kunstbetrieb bestimmt wichtiger ist als das staatliche Geld. Selbst diese neuen Protagonisten oder Heroen, die die Kunstgeschichte heute stärker beeinflussen, als das die Kuratoren oder die Kritiker tun, selbst die sind einer Willkür ausgesetzt, die nicht immer kontrollierbar ist. Daher nochmal ein bisschen als Resümee, das, was der Christian gestern schon sagte. Wenn Kunst nicht von Geld zu trennen ist und wenn Geld nicht zu kontrollieren ist, muss dann die Kunst nicht versuchen, den Dialog mit dem Geld zu suchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.